Hallo und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit Jeff Gordon. Der hat leider letztes Jahr seine Karriere als aktiver Rennfahrer beendet, was mich persönlich sehr traurig gestimmt hat. Denn er hat mich 23 Jahre meines Lebens begleitet, vom ersten Rennen 1992 in Atlanta bis zum letzten Rennen letztes Jahr. 2015 in Homestead. In dieser Zeit hat er eine Wahnsinnskarriere hinter sich gebracht. Und zwar hat er 4 Titel gewonnen, hat 93 Rennen gewonnen und hat 797 Rennen in Folge gefahren. Zu diesem Anlass möchte ich gerne ein bisschen Jeff Gordon Revue passieren lassen und zeige euch mit diesem Video das erste von 10 meiner Jeff Gordon Diecast Top 10. Hier kommt Platz 10. Dieses Fahrzeug hat Jeff Gordon 2010 beim Coca-Cola 600 am 30.05. Ein einziges Mal gefahren. Was ich hier daran ganz toll finde, ist eben, dass das Oldschool Flames Design in eine USA-Flagge umgeändert worden ist. Wie man hier schön sehen kann, haben sie die Flames in den Stripes von der USA-Flagge in Weiß und Rot gehalten. Das sieht absolut richtig awesome aus. DuPont ist ja über 20 Jahre von Jeff Gordon der Sponsor gewesen, einer der längsten Sponsorverträge mit einem Fahrer, den es eigentlich je gab, außer von Richard Petty mit STP. Gucken wir uns das Auto mal genauer an. Hier unten am Spoiler haben wir auch noch die weiß-roten Stripes der Flagge und hier die Stars der USA-Flagge. DuPont ist das letzte Mal gefahren 2012. Das Fahrzeug kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ansonsten sieht die andere Seite natürlich genauso aus. Die Flames sind die Stripes, DuPont, National Guard und das Ganze zieht sich hinten weiter durch mit den Flames, den Stripes und genauso auf dem Dach. Dieses Auto sieht einfach nur richtig genial aus. Diese Lackierung ist einfach nur genial. Deswegen hat es bei mir den Platz 10 auf meiner Top 10 der besten Lackierungen geschafft. Zu dem Auto, wie mit dem Diecast, kann man noch sagen, es ist mittlerweile sehr selten und sehr schwer zu bekommen und deswegen auch recht teuer. Ich hatte das Glück, vor ein paar Jahren dieses in Deutschland noch einmal zu ersteigern. Jetzt zeige ich euch noch einmal die ursprüngliche Flames-Lackierung, die es das erste Mal 2009 gab. So sieht die ursprüngliche Lackierung aus. Wie man hier schön erkennen kann, sind hier die Flames, was bei dem anderen Fahrzeug die Stripes ausmacht. Ich kann das mal gucken, ob ich das hier so hinkriege, dass man das mal vergleichen kann. Ja, man kann es einigermaßen erkennen. Drehen wir die Fahrzeuge mal um. Dann sieht man auch hier hinten die Flames, die typisch für diese Lackierung waren. Drehen wir das Ganze nochmal um. Ich versuche das wieder so ein bisschen einzufangen. Hier sieht man auch noch die Flames. Original. Wie beim richtigen DuPont-Wagen. Genau das gleiche auf dem Dach. So eben da vorne das dicke DuPont-Zeichen. Dann zeige ich euch jetzt noch einmal den letzten DuPont-Wagen, den es gab, der auch richtig schick ist. Und mit diesem Design hat sich DuPont von Jeff Gordon als Hauptsponsor verabschiedet.
Dort gab es einmal nicht Flames, sondern sie haben versucht, ein wenig das ganze Design aufzupushen. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Hier übrigens sieht man die 20 Jahre DuPont. Damit hat Jeff Gorn eins der längsten Sponsorverträge in der Geschichte von NASCAR als aktiver Fahrer besessen. DuPont wurde 2013 von Chromax Pro aufgekauft, was wiederum dann Exciter geworden ist. Diese Fahrzeuge sehen wir auch noch später in einem anderen Video. Ich drehe den ganzen Wagen nochmal. Und man sieht auch hier fett das DuPont vorne drauf. So, ich hoffe, euch gefällt auch meine Platz 10. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video mit Platz 9 meiner Rangliste. Ciao. Thank you.